Guten Morgen. Guten Morgen in die Runde. Willkommen zu Tag 2 der digitalen bühnentechnischen Tagung. Wir freuen uns, dass ihr auch heute so zahlreich erschienen seid, obwohl die politische Lage des Landes, die gesundheitliche Lage des Landes, der Zustand der Theater gerade heute eine Katastrophe ist. Umso schöner, dass ihr euch diesen Themen mit uns gemeinsam widmet. Und wir werden euch in den nächsten 45 Minuten Einblick geben in ein Teilprojekt. Bevor wir aber starten, kurz noch der Hinweis, wer den Startscreen nicht gesehen hat, wir werden diese Session aufzeichnen, um sie dann auch später auf YouTube und auf der Webseite öffentlich zugänglich zu machen. Wir bitten euch, während wir sprechen, die Mikros zuzulassen, freuen uns aber, wenn wir dann in Fragesession kommen oder in Diskussionen, wenn ihr entweder im Chat Fragen stellt oder euch auch zu Wort meldet oder per Handzeichen visuell. Wir haben Co-Moderatoren mit im Meeting, die zwischendurch auch kurze Fragen selbst beantworten können oder dann an uns weiterleiten. Habe ich was vergessen? Wir sind negativ auf Covid getestet. Ganz genau, deswegen sitzen wir beide so dicht beieinander. Ich brauche die Maus. Danke. Das Teilprojekt, wo wir heute einen Einblick geben, die virtuellen Lehr- und Lernräume, ist Teil eines größeren Forschungsprojektes. Wir beide stehen hier als Beauftragte für Digitalität und neue Technologien. Mein Name ist Franziska Ritter. Pablo Dornhege. Und wir sind die Leiter eines Forschungsprojektes, was genau vor einem Jahr gestartet ist, im Material Theater Spaces, gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien und als Projektträger hier die DTAG, die Deutsche Theatertechnische Gesellschaft. Wir haben das zum Anlass genommen, einen Kompetenzbereich für genau diese Themen, auch sehr weit gefasst, Digitalität und neue Technologien, an der DTAG zu etablieren, werden also auch über dieses Forschungsprojekt hinaus für alle Fragen rund um diese Themen zur Verfügung stehen, verstehen uns als Plattform, als Dialogpartner und Ansprechpartner. Mit uns gemeinsam in diesem Forschungsprojekt arbeitet ein ganz wunderbares Team hier in Berlin und das ist der Moment, wo wir euch kurz Einblick geben lassen. Bei gutem Wetter sieht man da hinten auch den Fernsehturm. Hier vorne seht ihr Vincent Kaufmann, auch Theatertechnik-Studierender, der heute für uns hier die Regie auch macht. Genau, hier sind wir, Franziska und Pablo. Wir haben, ich bin hinter der Lampe. Wir haben live im Zoom dabei Maria Bürger. Winkt doch kurz einmal. Und hallo genau, sagen, damit hallo. Man euch auch sieht. Maria ist in unserem Team für Grafik und Illustration, Marketing, Social Media, Redaktion, Konzeption zuständig. Wir haben im Team den Sascha Siegel. Sascha, wink doch bitte auch du einmal. Hallo. Sitzt bei uns im Nebenraum, 3D-Developer, Entwickler. Und Lea Schorling, ist Lea heute auch dabei? Der ging es gestern gesundheitlich nicht so gut. Insofern, das ist die sechste im Team, die auch 3D-Development-Entwicklung Unity macht. Hubert Eckert trägt das Projekt im Rahmen der DTAG GmbH. Jetzt. Was machen wir da? Was machen wir eigentlich in diesem Projekt? Wir beschäftigen uns mit drei, wir haben den Bereich der Bühnentechnik eingeteilt für uns in drei Themenbereiche, Architektur, Technik und Bühne, was also hinter der Bühne stattfindet. Und auf diese Bereiche des Theaters wenden wir Technologien, immersive Technologien an als Werkzeug, als Vermittlungswerkzeug und als Erlebnis. Und in dieser Anwendung, aus dieser Matrix, aus diesen Bereichen Architektur, Technik, Bühne, in der Anwendung auf die Werkzeuge, entsteht diese Vielfalt an Teilprojekten, an denen wir uns forschend, entwickelnd und transferierend drum kümmern. Ich habe gerade einen kleinen Hänger. Genau, also wichtig ist eigentlich nur zu sagen, okay, wir bringen das Theater mit den immersiven Technologien zusammen. Theater ist ein großer Bereich und wir arbeiten hier sehr stark praxisbezogen mit Kooperationspartnern, konkreten Veranstaltungsstätten und Theatern, aber auch mit freien Theatertechnikern und Bühnenbildnern, mit Archiven, mit Sammlungen, mit Kulturinstitutionen auf der einen Seite. Das ist gemeint, wenn wir von Theater sprechen. Und wenn wir von immersiven Technologien sprechen, haben wir zwei
Technologien im Fokus, das ist Augmented Reality und Virtual Reality. Magst du dazu noch was sagen? Also wir wissen immer nicht so genau, wer mit im Zoom hier ist, deswegen fangen wir manchmal auch an, doch noch mal von vorne ein bisschen zu erzählen. Genau. Also Augmented Reality als eine Technik, also bei beiden Technologien geht es darum, die Welt mit digitalen Inhalten anzureichern in dem Sinne. Bei Augmented Reality gibt es eine Überlagerung der realen Welt mit digitalen Inhalten. Das kann in Form von Smartphones passieren, in denen es einen digitalen Overlay gibt. Das heißt, das Bild wird vermittelt durch die Kamera, aufgezeichnet, wiedergegeben auf dem Bildschirm mit digitalen Inhalten dazu. Das Gleiche kann auch funktionieren in einem weniger vermittelten System mit einer Augmented Reality Brille. Das heißt, ich sehe die reale Welt durch die Gläser durch und die digitalen Inhalte werden einprojiziert. Und dann als zweite Technologie, mit der wir uns beschäftigen, Virtual Reality. Das heißt, das Eintauchen über eine Brille komplett in einen immersiven Raum. Das heißt, die digitale Welt, die digitale Simulation umgibt uns vollständig. Und das ist eigentlich auch das, worum es heute in diesem Teilprojekt am weitesten geht. Ganz genau. Wir widmen uns also den virtuellen Lehr- und Lernräumen. Dazu muss man auch sagen, wir sind angetreten, hier keine fertigen Projekte zu entwickeln, sondern Musterlösungen, prototypische Musterlösungen, die später nach den 2 Jahren sowohl Open Source als Open Access auch der gesamten Branche über GitHub und die Webseite auch zur Verfügung gestellt werden sollen. Und ausdrücklich möchte ich betonen, dass wir hier eigentlich animieren und inspirieren möchten, sodass viele in der Branche diese Ideen auch aufgreifen sollen, weiterentwickeln sollen, mit uns in Kontakt treten sollen, damit wir gemeinsam die Branche hier nach vorne bringen. Was entsteht also? Es sollen interaktive Trainingstools in diesem Fall für die Ausbildung von Theater- und Veranstaltungstechnikern entstehen. Ausbildung im Sinne, ja, man kann das sehen, also wirklich auch einerseits im Studium. Und da kooperieren wir mit der Beuth-Hochschule Berlin, dem Studiengang für Theatertechnik, Veranstaltungstechnik und Management. Kommen wir gleich zu, aber auch Ausbildung von Theatertechnikern an den Häusern selber. Sowohl in der Meisterschulung oder auch in der Ätheprüfung. Auch das ist nachher ein Bereich, über den wir sprechen werden. Genau, und zu diesen digitalen Lern- und Lehrformaten oder Lernräumen, die entstehen sollen, stellt sich auch grundsätzlich erstmal die Frage, wir gehen mit der Idee hinein in dieses Projekt, dass diese Lehr- und Lernräume auch funktionieren, dass die auch zu neue Mehrwerte entwickeln. Und das ist natürlich aber auch eine Forschungsfrage. Das heißt, wir werden diese Räume überprüfen, wir werden Versuche starten. Wie können diese aussehen? Wie können die entwickelt werden? Was kann in diesen Lernräumen stattfinden an Wissensvermittlung? Und dann natürlich auch analytisch schauen, wie ist dann der Effekt, der Lerneffekt? Wie hat das funktioniert? Und lohnt sich oder wie ist der pragmatische Einsatz in dieser Räume und der Technologie? Und wir freuen uns heute, Vertreter der Beuth-Hochschule hier auch zahlreich in dem Zoom-Meeting zu Gast zu haben. Allen voran gerade Stefan Rolfes, Professor Stefan Rolfes. Wir sehen ihn hier, wir sehen ihn nicht, denn er ist ganz versteckt oben in diesem Bild. Auf dem Bild zu sehen ist das Theaterlabor der Beuth-Hochschule, also ein Lern- und Übungsraum par excellence, gerade ganz frisch renoviert. Und wir hatten das große Glück, vor einigen Monaten mit Stefan zusammen hier eine exklusive Führung zu bekommen und sowohl den Lernraum kennenzulernen, der leider auch durch Covid-19 gerade sehr wenig benutzt werden kann, weil die Universitäten viel im Online-Unterricht sind. Aber wir haben sozusagen nachverfolgen können, wie Stefan, wie du normalerweise unterrichten würdest und haben gemeinsam angefangen, darüber nachzudenken, wie können wir diese Inhalte, die Didaktik, die Methode in den virtuellen Raum übertragen. Und ich würde hier mit dir gern das Wort übergeben. Ja, vielen Dank. Also, was soll ich sagen? Wir sehen den Raum, der ist so leer, weil der gerade frisch renoviert wurde. Normalerweise ist er nicht so leer. Das ist einer unserer Laborräume in dem Studiengang Theater- und Veranstaltungstechnik und Management an der Beuth-Hochschule. Müssen wir natürlich alle Disziplinen der Theater- und Veranstaltungstechnik abbilden und haben noch ein Lichtstudio, ein Medienstudio, ein Theaterstudio und so weiter. Und in diesem Raum versuchen wir, der ist deswegen auch so groß, das sieht man, versuchen wir so theatertypisch auch Arbeiten, Praxis vermitteln zu können, weil wir sind ein Studium, was bedeutet theoretische Ausbildung. Aber man muss ja auch mal ein bisschen Bezug zur Praxis kriegen und man behält die Dinge besser und versteht Dinge besser, wenn man auch praktische Inhalte ausprobieren kann. Und das ist hier in diesem Raum häufig, was wir da machen. Und ein Teil ist zum Beispiel, Arbeitsmittel in der Veranstaltungstechnik kennenzulernen. Und ein besonderes spezielles Arbeitsmittel sind eben Elektrokettenzüge.
und Elektrokettenzüge. Wir sehen hier einen hängen. Das sind Hebezeuge, mit denen vor allem überwiegend schon außerhalb des Theaters, mehr so im Rock'n'Roll, mit denen vor allen Dingen einmal aufgebaut und montiert wird. Im Theater finden wir sie so als Hilfseinrichtungen, weil sie einfach zu langsam und zu laut sind. Aber diese Kettenzüge haben sich in den letzten 30 Jahren einfach als häufig eben auch sehr preiswertes Arbeitsmittel, Hilfsmittel durchgesetzt. Und es gibt mittlerweile ein doch recht umfassendes Regelungswerk auch dazu. Zum einen, wie sie technisch ausgestattet sein müssen und zum anderen, wie mit ihnen umzugehen ist und wie sie zu handhaben sind. Und das ist immer ein bisschen schwer, das zu verstehen. Man sieht hier, das ist von der Firma Chainmaster ein Beispiel, man sieht, eigentlich ist das Ding alles nur so, einfach so eine schwarze Kiste. Und in dieser schwarzen Kiste ist halt irgendwie Technik drin und man soll halt verstehen, was ist dort drin und welche Anforderungen werden jetzt an diese Technik gestellt. Und im echten Leben versuchen wir das zu zeigen, da kannst du vielleicht den Film starten, genau, versuchen wir das im Labor zu zeigen. Wir haben das jetzt hier mal beispielhaft für dieses Projekt gemacht in diesem leergeräumten Labor, aber das würde normalerweise würde nicht ein Studierender hier, der Vincent, als Studierendenvertreter stehen, sondern dann stehen da eben dann 20 Studierende drumherum. Man schaut sich diesen Zug an und das ist natürlich auch vom Erleben. Wir haben Übungsgruppen mit 22 Personen nominell. Dann ist das vom Erleben, kann man sich vorstellen, schon besser als nichts. Aber es ist natürlich nicht jeder kann das Ding mal anfassen. Man kann es auch nicht bis ins Letzte auseinandernehmen. Das sehen wir auch. Wir haben zwar die Gehäuseteile weggeschraubt. Man sieht so Getriebeteile, Bremsen. Man kann so wichtige Bauteile zeigen. Aber natürlich kann man nicht bis ins Letzte in die Maschine selber reingehen und vor allen Dingen ist es jetzt genau ein so ein Gerät. Wir haben dann unter der Decke hängend noch Geräte, die haben wir uns damals auch angeguckt, sodass das halt geht. Man erklärt, ja, man zeigt und man schaut sich das an. Das ist der Zug unter der Decke von der Firma ASM ist der, muss man jetzt ja fairerweise sagen, wenn Chainmaster genannt wurde, und kann die Technologien zeigen. Und das ist natürlich die Idee, nicht nur allein mit Kettenzügen, sondern irgendwann auch mal, wir haben ja ganz viele Arbeitsmittel, die sind so groß und so schwierig, die können wir alle gar nicht im Labor haben. Wir machen viele Exkursionen, wir fahren regelmäßig auf Studienfahrt, zweimal im Jahr sogar mit den Studierenden und gucken uns Veranstaltungsstätten an und Firmen an. Aber irgendwie dieses Erleben eines solchen Arbeitsmittels und das Befassen mit diesem Arbeitsmittel, mit den Anforderungen an das Arbeitsmittel und wie es aufgebaut ist, das ist eigentlich so Ziel, hier in dem Fall konstruktiv, aber auch in der Anwendung, Arbeitssicherheit, Sicherheitstechnik und so weiter. Das ist eigentlich das Ziel gewesen oder die Idee gewesen, die gekommen ist, als das Kick-Off-Meeting zu diesem Forschungsprojekt war, wo ich gedacht habe, es wäre doch toll, wenn man Bauteile, auch bei Traversen, Arbeitsmittel, mal so großes Ground Support oder ein Festivalgelände. Ja, ich kann ja gar nicht mit meinen Studierenden Festivalgelände, aber virtuell könnte ich das, ja, könnte ich sagen, wir spielen jetzt mal Wacken und machen mal, bauen mal so eine virtuell, ja. Und das, diese Idee, die steckt dahinter und das, man muss halt klein anfangen und deswegen ist es erstmal nur so ein kleiner Kettenzug, mit dem wir uns befassen. Und wenn das Projekt erfolgreich ist und es sich herausstellt, dass das ein Weg ist, dann freuen wir uns natürlich riesig, dort auch in der Hochschule weiterzumachen. Als Hochschule sind wir da sehr, sehr interessiert. Super, dankeschön. Ja, klein Anfang ist auch ein gutes Stichwort für die nächste Folie, glaube ich. Wir haben nicht mit Wacken angefangen, sondern die erste Rekonstruktion ist das virtuelle Theaterlabor der Beuth, das Vincent nachgebaut hat in, können wir es hier nennen? Ja, das ist in SimLab Composer nachgebaut, genau. Und ja, genau, die Idee dahinter ist aber auch, die Studierenden sozusagen in ihrer gewohnten Lehrumgebung abzuholen. Ist vielleicht ein bisschen kurz gedacht, aber jetzt auch für Corona dachten wir, es ist schön, sich da zu Hause zu fühlen, wo man sonst auch ist. Natürlich sind im virtuellen Raum keine Grenzen gesetzt und es ist eine wichtige Aufgabe für Gestalter und Szenografen, diese Lernräume auch neu zu denken im Virtuellen. Das nur als Seitenbemerkung. Ja, zweiter Schritt war eben genau diesen Blick in den Kettenzug zu ermöglichen und den erstmal digital nachzubauen, in dem Fall mit Inventor wirklich zu rekonstruieren in den wichtigsten Teilen, fast vollständig rekonstruiert. Und diese Auseinandernehmensituation, dieses Reinschauen, dieser Röntgenblick in das System hier in einer virtuellen Explosionszeichnung auch zugänglich zu machen und später auch selber steuern zu können, das werden wir gleich auch nochmal sehen, und sich die einzelnen Teile genau damit auseinanderzusetzen, eben ein Verständnis dafür zu entwickeln, was eigentlich in diesem Gerät passiert und wie die Sachen zusammenhängen, was eigentlich auf dieser technischen Ebene die verschiedenen Kettenzugsysteme voneinander unterscheidet.
Ja, und jetzt ist der Moment, wo wir uns vorgenommen haben, live in die VR zu gehen. Vincent wechselt auf die Regiekamera, damit wir sehen können, wie das hier passiert. Das ist ja unser Anspruch hier in diesen Live-Schalten, dass man anders als auf der BTT trotzdem wenigstens einen kleinen Einblick bekommt, wie wir hier arbeiten. Ich überbrücke, Vincent setzt jetzt die VR-Brille auf, richtig? Genau. Magst du was dazu sagen? Geht auf den. Genau, ich gehe jetzt auf den Bildschirm. Ich teile jetzt mal ein Bildschirm über Zoom. Das bedeutet, ihr müsstet jetzt einmal den anderen Bildschirm nehmen. Vorher muss ich aber noch mein Mikrofon aktivieren, damit ihr das auch mich in der Virtual Reality Brille hören könnt. Genau. Und jetzt werden wir gleich einmal live eintauchen. Ich hoffe, ihr seht schon den Übungsraum dort. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, könnt ihr gerne im Chat schreiben, und es hilft, wenn man sozusagen doppelklickt auf ein Bild, um es groß zu machen, oder auch rechte Maustaste oder die drei Punkte oben, das Bild zu pinnen, was man groß sehen möchte. Der Share-Screen, der ist. Genau, der Share-Screen sollte aber immer groß genau sein. Genau, ich bin jetzt. Ja, wollt ihr noch was sagen? Nein, jetzt verlassen nur, wir. Nur noch kurz, also das leichte Ruckeln kommt leider über die Übertragung durch Zoom. Das ist in VR wesentlich flüssiger. Genau, wir stehen jetzt hier gerade live im virtuellen virtuellen Theaterlabor. Ich muss noch eben die Maus wegnehmen, wurde mir gesagt. So. Und genau, wir sehen hier drei Kettenzüge, einmal ein D8-Zug, ein D8-Plus-Zug und ein C1-Zug nacheinander aufgebaut. Und Ziel in diesem ersten Übungsraum ist es, diese Kettenzüge kennenzulernen. Das bedeutet, ich kann hier zum ersten Kettenzug gehen, habe hier unten einen kleinen Infotext und hier verschiedene Funktionen und kann zum Beispiel, wie wir das eben gesehen haben in dem Video, den hier im virtuellen Raum explodieren lassen und mir die Einzelteile anschauen. Der Vorteil ist hier, ich kann wirklich richtig nah rangehen und sehe gerade in der VR-Brille alles dreidimensional und kann jetzt auch die einzelnen Teile, wie zum Beispiel hier den Motor, anfassen, hier genauer anschauen und bekomme dann auch, das hier ist natürlich erst noch ein Prototyp, aber bekomme hier auch auf diesem Monitor angezeigt, was die einzelnen Bauteile sind. Hier zum Beispiel ein Haken, 150 Kilogramm Tragkraft, und kann aber sonst den ganzen Kettenzug einfach einmal auseinanderbauen und mir hier die verschiedenen Dinge anschauen. Hier zum Beispiel eine Kettennuss und sonst aber auch zum Beispiel das Getriebe. Ich kann also mich auch hier im Raum, wenn ihr auf die Regiecam guckt, kann ich mich auch im Raum bewegen und hier durch den Kettenzug durchgehen auf die andere Seite und mir wirklich von allen Seiten diesen Kettenzug aus allen Positionen anschauen. Dasselbe kann ich natürlich auch hier in einer anderen Form machen. Zum Beispiel kann ich mir den Kettenzug greifen und dann selber bestimmen, wie weit der auseinandergenommen werden soll. Es gibt also hier auch im virtuellen Raum verschiedene Möglichkeiten, wie ich diese Kettenzüge erlebbar bzw. auch irgendwie greifbar machen kann. Gucken wir dann vollständigkeitshalber noch einmal hier zum C1-Zug. Hier habe ich zum Beispiel eingestellt, dass ich den komplett nur auseinanderbauen kann, also wirklich wie in der Realität einmal das Gehäuse abnehme. Dann können wir hier schon reinsehen, hier haben wir die Doppelbremse an der Stelle, dort hinten den Inkrementalgeber, und den kann ich auch nehmen und das Ganze wird mir angezeigt. Und hier kommt dann nämlich auch das Didaktische zum Tragen, dass man hier in diesem ersten Lernraum wirklich die verschiedenen Komponenten erlernen kann und auch verschiedene Infotexte dazu schreiben kann, um eben im virtuellen Raum und nicht live vor Ort sich mit dem Kettenzug und dem Aufbau beschäftigen zu können. Das war der erste Raum, wo man also die verschiedenen Bauteile kennenlernen kann. Und jetzt wechseln wir mal schnell in den zweiten Übungsraum. Dort wird es eine andere Übungsaufgabe, wie ihr das auf der Folie gesehen habt, sehen. Und zwar gibt es dort eine Aufgabenstellung, die an der Wand hängt. Und dann muss man selber bestimmen, welche Komponenten man braucht, um diese Aufgabe oder jeweils diesen Kettenzug mit diesen Anforderungen bauen zu können. Dann gehen wir einmal hier wieder rein. Wir sehen auch hier kurz ein paar Übersichten für diejenigen, die etwas vergessen haben. Und können dann aber hier die Aufgabenstellung sehen.
Für eine Show ist ein Line Array an einem Elektrokettenzug aufzuhängen. Das Line Array hängt alleine in ca. 7 Meter Höhe. Der Kettenzug ist an einem Pre-Rig in ca. 12 Meter Höhe angeschlagen. Ein Verfahren während der Show ist nicht vorgesehen. Das Array wiegt ca. 300 Kilo und der Kettenzug soll totgehangen werden. Das bedeutet, wir haben hier die Anforderung für einen Kettenzug D8. Und jetzt haben wir hier ganz viele verschiedene Komponenten. Wir haben unterschiedliche Betriebskoeffizienten zum Beispiel für die Kettenglieder hier, aber auch eine Einfachbremse, Doppelbremse, also viele verschiedene Teile. Und wir müssten nun jetzt bestimmen, welche Aufgaben oder welche Teile wichtig sind, um diese Aufgabe zu erfüllen. Ich mache das jetzt hier einmal ansatzweise. Also wir brauchen nur ein einfaches Stirnradgetriebe für einen D8-Zug. Den platziere ich jetzt hier so in dieser blauen Area. Das bedeutet, der snappt da dann automatisch hin. Also ich muss gar nicht bestimmen, wie die ganzen Teile irgendwie angeordnet sein werden müssen, sondern ich muss nur auswählen, welche Teile wir brauchen. Wir brauchen zum Beispiel noch einen Motor. Das sieht man dann da auch wieder. Ich platziere den hier einmal. Wir haben das Array wiegt 300 Kilo. Das bedeutet, wir nehmen hier eine Kette, die Tragfähigkeit 300 Kilo hat. Platziere das Ganze hier und baue so Stück für Stück den Kettenzug zusammen. Eine Kettennuss ist zum Beispiel auch ganz wichtig, die brauchen wir unbedingt, werde ich hier platzieren. Und wir können auch zwischendurch immer wieder, deswegen sollte man vielleicht hier nicht beim Gehäuse anfangen, auch sehen, wie sich die Teile natürlich nacheinander aufbauen. Das bedeutet, wir könnten jetzt das Getriebe hier daneben ransetzen und das so nach und nach füllen. Ich nehme jetzt nochmal hier beispielsweise die Kettenführung und setzt die hier rein. Und so kann man auch nacheinander sehen, wie sich der Kettenzug von innen nach außen aufbaut. Genau, und das waren hier die ersten Ideen oder der erste Prototyp für eine, für eine Übung, eine interaktive Übung im virtuellen Theaterlabor. Und dann übergebe ich wieder zurück. Jo, wir sind zumindest akustisch wieder dabei. Vielen Dank, Vincent. Erstmal für die Erstellung des Prototyps und dann für die Präsentation. Dankeschön. Ich würde ganz kurz auch die Runde für Fragen öffnen, falls es ganz konkret zu dieser Kettenzugübung an uns oder an Vincent Fragen gibt. Schreibt die in den Chat oder schaltet euer Video an, meldet euch kurz, macht euch bemerkbar. Wir haben aber auch am Ende der Session nochmal Zeit, auf Fragen einzugehen. Okay. Gut, dann nehmen wir kurz die Maus. Die Maus kommt. Wunderbar. Ja, wie geht's weiter mit diesen Übungen und mit diesen Lern- und Lernräumen? Wir haben jetzt vor ein paar Wochen mit dem neuen Semester das semesterübergreifende Wahlfach zu diesem Thema gestartet, mit dem gleichen Titel wie unser Forschungsprojekt an der Beuth-Hochschule, wurde ja schon auch angesprochen. Und die Grundidee ist dabei, mit den Studierenden zum Beispiel zum ersten ein Kennenlernen mit der VR-Technologie anzufangen. Also wo kommt es her, wie kann sie eingesetzt werden, was bedeutet sie? Dann in die Entwicklung, in die Konzeption und Entwicklung dieser dieser Lernräume hineinzugehen, zu schauen, was sind eigentlich unsere Lernziele, was sind unsere Vermittlungsziele und was sind die angemessenen Wege, sich diesen Vermittlungszielen in dieser Technologie zu nähern und wie kriegen wir das dann auch hin? Und da werden wir uns auch wirklich softwareseitig, haben wir uns dort für Unity entschieden als Plattform für die Entwicklung. Da wird es dann erstmal eine kleine Seminarreihe, eine kleine Lernreihe geben, in der wir uns mit dieser Software auseinandersetzen, um den Studierenden die Möglichkeit zu geben, selber diese Räume auch umzusetzen. Wir werden da auch unterstützt von Sascha und Lea, also studioseitig, die dort auch, wenn das eine oder andere vielleicht nicht ganz so einfach zu lösen ist, da nochmal unter die Arme greifen zu können. Aber die Idee ist schon, den Studierenden die Werkzeuge in die Hand zu geben, selber in VR mit Unity diese Räume zu erstellen. Und die werden wir dann intern und natürlich auch später auch extern präsentieren, diskutieren und überprüfen, wie das Ganze vonstatten gegangen ist und ob das sich anbietet, das auch in den zukünftigen Semestern weiter zu verfolgen
um letzten Endes zu einem Kanon an Lernräumen und Werkzeugen zu kommen, die dann immer weiter genutzt werden können, an der Beuth, aber auch an anderen Hochschulen. Stefan, du stellst gerade die Frage, in welchem Fachsemester denn dieses Wahlfach angesiedelt ist. Da haben wir uns ja früh auch mit Stefan Reufes entschieden, das sehr, sehr breit anzubieten, wirklich für Bachelor und Master, ganz explizit auch als Wahlfach, weil hier ganz klar natürlich ein großes Engagement und auch ein großes Interesse, ein freiwilliges Interesse da sein muss, um sich mit so einer auch doch durchaus komplizierten Technologie anzufreunden und sie zu verwenden. Wir haben 9 Studierende jetzt sozusagen aufgenommen und ich freue mich, dass einige von denen auch mit an Bord sind hier im Zoom. Gilbert Adamek vorneweg und ich möchte in diesem Moment Professor Alexander Lindau auch mit dazu bitten, der als blinder Passagier sich ein bisschen eingeschlichen hat und ganz wunderbar aber die Idee auch jetzt schon aufnimmt, dass dieser Kettenzug-Prototyp sozusagen wirklich als Prototyp für andere Fächer und für andere Bereiche in der Theatertechnik dienen soll. Und wir jetzt sozusagen auch mit dir, Alexander, schon den ersten Sprung ins nächste Fach wagen. Magst du dich kurz selbst vorstellen, Alexander? Und danach würde ich gern Gilbert und auch die anderen Studierenden, die ich hier sehe, gern zu Wort kommen lassen für einen ersten Erfahrungsbericht. Ja, gern. Ja, vielen Dank. Tue ich gern. Ich hoffe, man hört mich. Mein Name ist Alexander Lindau. Ich bin relativ frisch an der Beuth, jetzt das 2. Semester, neu berufen im Fachbereich Audio-Video-Medientechnik, Fachgebiet Audio-Video-Medientechnik. Ja, und ich bin ganz begeistert von diesem Wahlfach, was wir da jetzt bekommen haben. Also die Initiative da, als das ausging, da war ich ja noch gar nicht da, aber ich bin hier begeistert aufgesprungen mit auf den Zug sozusagen und sitze auch als Student manchmal, wenn ich es schaffe, mit in den Zoom-Sitzungen und höre mir das auch an. Weil ich das prinzipiell einfach aus mehreren Aspekten heraus als eine sehr zukunftsträchtige Sache bewerte. Also, soll ich da jetzt noch mehr zu sagen, Konkretes? Du kannst gern einen kurzen Ausblick geben, wie du dir in deinem Fachbereich, vielleicht auch mit den Studierenden, schon erste Gedanken gemacht hast, wie die Übungen dort konzipiert sein könnten. Ja, genau. Uns ist es auch gelungen, über zusätzliche Mittel, die das Land Berlin gerade zur Verbesserung der Online-Lehre zur Verfügung gestellt hat, auch noch sogar Gelder zu bekommen, personelle. Und wir können sogar Studierende im Kurs jetzt teilweise finanzieren, ein wenig, also als studentische Hilfskräfte bezahlen, temporär Lehraufgaben für andere Fächer zu entwickeln. Und in dem Fall habe ich mit den Studierenden, die sich da interessiert haben, haben wir ein bisschen besprochen, was auch ihnen entgegenkommt, welche Themen ihnen entgegenkommen, die sich mit meinen überlappen. Und wir haben 2 Themenaufgabenstellungen aus der Beschallungstechnik rausgesucht. Und zwar wollen wir gerne eine virtuelle Mikrofonierungsaufgabe umsetzen, also eine große Bühne mit einer großen Besetzung, möglichst divers, ja, vielleicht eine große Soulband und so weiter mit allen möglichen Instrumenten. Und so ähnlich, wie wir es hier auch gesehen haben im virtuellen Theaterstudio, ein Tisch mit lauter Mikrofonen dann halt, vielleicht auch der Ansicht der technischen Daten der Mikrofone, Typen, Richtwirkung, Spannungsversorgung und so weiter. Passende und auch nicht passende vielleicht, da gibt es dann bestimmt auch mehrere Lösungen, nicht so eindeutig wie bei den Kettenzügen. Und die zweite Aufgabe soll darauf aufbauen, dann verteiltes Beschallungssystem für die Bühne aufzubauen, also inklusive Monitoring, In-Ear-Monitoring, eine Beschallungsanlage mit Top-Teilen, mit Subwoofern, eventuell auch, dass man ein Kardioid-Bass-System aufbauen muss, mit Delays, wo man vielleicht auch die Distanzen messen muss im Raum, um die Verzögerungszeiten einzustellen. Also die Studierenden selber waren da auch schon ganz gut dabei mit Ideen. Das finden wir super. Die Studierenden wissen Bescheid, worum es darin geht. Ja? Ich glaube, wir können auf der technischen Seite da mehr helfen als auf der inhaltlichen in jedem Fall. Aber das ist auf jeden Fall der Moment, wo wir die Studierenden jetzt vielleicht reinholen in den Zoom. Schaltet euch gerne auch visuell dazu, Gilbert. Und wenn ihr euer Audio anmacht, springt ihr auch nach vorn. Magst du dazu was sagen? Lukas ist da, genau. Sehr schön. Viel kann ich da jetzt gar nicht mehr ergänzen zu, außer dass ich von der Idee selber begeistert bin und ich auch glaube, dass das zukünftig gesehen
echt sehr viel machen kann mit der Technik, mit dem Theaterbereich. Und ich persönlich sehe da gerade im gestalterischen Bereich eine tolle Möglichkeit, Dinge zu vereinfachen, schneller zu machen und einfach ein neues Medium zu bieten. Dankeschön, Gilbert. Wer von den anderen Studierenden möchte auch noch etwas dazu sagen? Lukas, ich glaube Maximilian, Sebastian. Ich schließe mich gerne Gilbert an, was das kreative Tool dahinter betrifft. Aber für mich persönlich ist auch die technische Seite total interessant. Das ist ein Thema, was mich schon länger interessiert, wo ich mich aber nie wirklich rangetraut habe, einfach weil es eben so komplex und groß ist. Und ja, autodidaktisch, Learning by Doing, da ranzugehen, ist natürlich erstmal ein Riesenbrocken. Und deswegen finde ich es total toll, dass ihr uns da in dem Modul unterstützt, mit ja, weniger Hürden in das Thema reinzustarten. Sehr gut, danke Lukas. Möchte noch jemand was sagen? Sebastian ist da. Wir sind ja gerade erst den Kurs gestartet. Verzeiht also, wenn wir die Namen noch nicht alle ganz parat haben. Es ist auch eine Schwierigkeit mit den Zoom-Lehrräumen. Vielleicht sollten wir das nächste Treffen mal auch virtuell im Raum stattfinden lassen. Unbedingt. Also hier vielleicht kleiner Werbeblock. Heute Nachmittag um 15 Uhr testen wir Mozilla Hubs als Plattform für virtuelle Bauproben. Aber vielleicht ist das auch eine Idee, die nächste Lehrsession dort stattfinden zu lassen. Kommt also gerne um 15 Uhr vorbei, dann kriegt ihr eine kleine Einführung auch dazu und könnt mit uns gemeinsam schon mal ins Konzerthaus Berlin gehen. Aber nächstes Mal gehen wir vielleicht in das Theaterlabor der Beuth. Warum eigentlich nicht? Die Daten sind ja wunderbar aufbereitet. Ja, ich leite jetzt über und nehmen mir wieder die Maus. Wir haben sie. Wir haben neben der Beuth-Hochschule, also vielen Dank an all die Kollegen von der Beuth. Brie sehe ich auch online, also vielleicht auch nochmal in die Richtung, in die Szenografie, in die Architektur. Ich kann mir wunderbare Übungsaufgaben auch in diesem Bereich vorstellen und hoffe, dass die Theatertechnikstudierenden da auch offen sind, Probebühnen aufbauten, Bühnenbilder zu entwerfen in VR. Das ist dann vielleicht im nächsten Semester das Thema, Stück für Stück. Wir haben noch einen anderen Kooperationspartner hier im Projekt, oder sagen wir mal so, es ist ein inhaltliches Konvolut, was wir miterschließen möchten über dieses Teilprojekt, und zwar das Ette-Handbuch für Theatertechniker. Es ist ein europäischer Projektverbund, der die letzten 3 Jahre sehr intensiv daran gearbeitet hat, also mehrere Länder, Chris van Goethem voran, in Schweden, Anders Larsen und weitere Länder, einen Kanon zu entwickeln an Übungsaufgaben und Trainings, die es sozusagen Stagehands, vor allem im Bereich außerhalb von Deutschland, wo wir natürlich eine sehr gute Ausbildung dank der Beuth-Hochschule auch haben von Theatertechnikern. In anderen Ländern sieht die Situation anders aus, und so hat man sich entschieden, eine Art Lehrbuch, eine Art Nachschlage-Nachlesewerk zu entwickeln als Buchformat und als Online-Format mit vielen, vielen kurzen und komprimierten Inhalten, sozusagen das Basiswissen, um auf einer Bühne arbeiten zu dürfen. Sozusagen auch eine Art Gütesiegel, ein Pass, ein Ette-Pass, den man mit einer kleinen Prüfung ablegen kann, um dann sozusagen auch gerade bei den Tourenden Theatertechnikern, Veranstaltungstechnikern einen Wissensstand dokumentiert, der eine Vergleichbarkeit innerhalb Europas auch bietet. Das ist ein sehr dickes und kompaktes Buch, und die Prüfung findet momentan noch physisch statt von geprüften Ette-Prüfern an verschiedenen Theatern. Es ist für viele Menschen sehr schwer, diese Aufgaben im Trockenen zu Hause zu üben, wenn man nicht am Theater gerade tätig ist. Und genau da setzt dieses Projekt eben auch an, Auszubildenden, Lernenden, Studierenden die Möglichkeit zu geben, diese Inhalte in diesem Buch zu Hause zu üben. Ich übergebe an dich. Man sieht das in der Grafik ja ganz genau. Schön. Das geballte Wissen, das geballte praxisnahe Wissen. Es ist schon ja, pragmatisch und praxisnah in der Aufbereitung. Trotzdem ist es immer noch relativ viel. Und selbst das sieht man ja auch im Buch schon selbst, also das Büffeln über den Büchern ist eine Methode, das zu lernen, das Ausprobieren am Theater ist eine andere, aber da sind auch teilweise, geht es um Gefahrenbereiche, um Risikominimierung und das Ausprobieren, wir lernen ja viel über das Probieren und über die Praxis, aber gerade im Umgang mit Gift oder Gefahrenstoffen und Mitteln, das ist dann vielleicht auch etwas ungünstig, dann zu erleben, was dann zur Explosion des Theaters geführt hat. Und das in virtuellen Räumen zu simulieren, ist zum Beispiel eine Möglichkeit, zu schauen, dieses praxisnahe Wissen auch wirklich erlebbar zu machen und zu schauen, ob das durch das erlebte Lernen ein
ja, einen besseren Lerneffekt gibt im Endeffekt. Danke, Brie, für den Kommentar. Tut mir leid, ja, Fachkraftausbildung war das Wort, was mir gerade nicht in den Sinn kommen wollte. Ich habe euch aber auch noch gerade den Link reingeteilt, wo ihr euch über dieses Projekt informieren könnt. Wie sind wir im Büro mit diesem Wissensschatz umgegangen? Wir arbeiten hier mit der Software Miro oder mit der Plattform, ein großes Whiteboard im digitalen Raum. Danke, Stefan, für deinen Kommentar. Super, sehr lebendig heute. Ihr seht hier einen kurzen Ausschnitt, wie wir brainstormen. Das war genau in der Phase, wo Corona eben auch uns im Lockdown ins Homeoffice gezwungen hat. Und trotzdem hat dieses sechsköpfige Team hier ganz fantastisch sich jeweils einem Kapitel in diesem Ätte-Handbuch gewidmet und Ideen entwickelt, wie wir das im virtuellen Raum oder im augmentierten Raum, also das haben wir wirklich offen gelassen, welche Technologie hier verwendet wird, welche Übungsaufgaben wir hier konzipieren können. Wir haben uns dann entschieden, weil parallel ja auch der Kettenzug an der Beute sozusagen dann entwickelt wurde, dass wir zunächst einfach anfangen und uns um Beschilderungen am Theater kümmern. Wenn das Video zu Ende ist, geht es dann auch weiter. Ihr seht, es ist endlos, ein großer Ideenfundus, aus dem wir jederzeit schöpfen können. Und es tut gut, ihn dort sehr übersichtlich auch jederzeit betretbar zu haben, griffbereit zu haben. Vielleicht nur ganz kurz als Ausblick, diese Übungen zur richtigen Beschilderung am Theater hat Vincent auch in SimLab simuliert zunächst als Prototyp und auch da sind wir sozusagen gerade in der Phase, das auszubauen. Wir haben da ein fiktives Lehrtheater, ich glaube Vorderhaus ist Burgtheater Wien, Backstage ist Made by Vincent, das Idealtheater, um Ätte-Prüfungen abzuhalten. Und da sind wir sozusagen gerade dabei, auch sozusagen Wege, wie können wir uns bewegen in einem Theater, wie können wir sozusagen Schilder überall, in der Werkstatt, auf der Bühne, im Zuschauerraum anbringen und wie ist das Feedback vor allen Dingen vom System, Fehlerüberprüfung, also wie gamey kann das zum Beispiel genau werden, also die Spielekomponente kommt damit rein. Genau, das ist auch noch natürlich ein Punkt, dass wenn wir über Lernräume, digitale Lernräume sprechen, kommen wir um das Thema Gamification natürlich auch überhaupt nicht rum, wollen wir ja auch gar nicht, sondern genau zu gucken, wo ist da eine gute Balance zwischen Gamification, also wo ist es Spiel und wo wird das Spiel zum Lernraum und wo funktioniert es eigentlich am besten, an welcher Stelle funktioniert es genau diese Waage. Und an der Stelle sind wir eigentlich ganz gespannt auf eure Fragen und freuen uns, wenn wir noch einmal in eine lebendige Diskussion übergehen können. Könnt euch einfach im Chat melden oder kurz winken, euer Mikro anstellen. Es hat bisher ganz gut geklappt. Dann frage ich einfach nochmal in Richtung der Studierenden. Wir haben ja von Alexander Lindau gehört, dass ihr erste Ideen hattet in Richtung Audiotechnik, Übungsaufgaben zu konzipieren. Gibt es denn schon weitere Ideen oder sinnvolle Gedanken, die in welche Bereiche ihr gehen möchtet mit euren Übungsaufgaben? Traut euch. Also Ideen auf jeden Fall. Auch wenn wir jetzt wahrscheinlich in Richtung der Tontechnik bei Lindau gehen werden mit unserem Lernprojekt, Lernraumprojekt. Aber als Idee ist mir zum Beispiel auch schon eingefallen, man könnte Beleuchtungssituationen durchaus natürlich auch im virtuellen Raum total gut simulieren und mal ausprobieren, wie sieht denn eine Dreipunktbeleuchtung aus und wie wirkt sich vielleicht ein Gassenlicht auf eine Person im virtuellen Raum aus. Also auch das wäre ja durchaus ein schöner Spielfall, in dem man mal ganz gut ja wirklich erfahren kann im virtuellen Raum. Es ist natürlich, ja, das ist eine super Idee und ich glaube, wir werden auch an der einen oder anderen Stelle zu dem Punkt kommen, wo wir schauen, wo unsere Ideen mit den Möglichkeiten der Technologie anecken und dort vielleicht nicht weiterkommen. Aber das sind ja immer auch die spannenden Situationen, wo man dann zu Lösungen kommt. Jetzt gerade, wo du das sagtest, fällt mir natürlich direkt ein, oh, das ist Echtzeitlicht, okay, kriegen wir das hin. Wird es bestimmt irgendwie eine Möglichkeit geben, daran zu arbeiten. Auch da freue ich mich drauf, eben genau da hinzuschauen. Und das ist ja auch eine der interessanten Arten und Weisen, wie das Theater als Triebfeder für Entwicklung auch immer beigetragen hat, nämlich immer die Möglichkeiten bis zum Limit zu gehen und dann zu schauen, wie gehen wir noch ein paar Schritte weiter.
Und vielleicht kommen wir da auch in ähnliche Situationen. Vielleicht kann man hier auch erwähnen zum Thema Licht. Wir haben vor einem halben Jahr ein Netzwerk, ein akademisches Netzwerk für XR-Technologien in Berlin und Brandenburg gegründet, weil wir selber festgestellt haben, dass man an den eigenen Universitäten, also ich unterrichte auch an der TU Berlin am Studiengang Bühnenbild, Szenischer Raum. Pablo war lange an der UdK. Wir haben gute Kontakte in die HTW, zur Beuth und merken aber, dass jeder in seiner kleinen Insel, in seinem Büro, in seinem Labor an genau solch spannenden Themen wie Licht und VR oder auch AR forscht, auch Technologie anschafft, aber die Nachbarn wissen oft gar nicht, was da eigentlich hinter diesen Türen passiert. Also im eigenen Haus kriegt man nicht mit auf dem gleichen Flur, was für fantastische technische Möglichkeiten, aber auch an welchen Themen dort geforscht wird. Deswegen haben wir uns im Frühling auf den Weg gemacht, ein Netzwerk zu gründen, was sich zurzeit alle 2 Monate trifft und explizit im akademischen Kontext, im forschenden Kontext und im lehrenden Kontext, also ganz wichtig auch, wie unterrichten wir mit dieser Technologie, auseinandersetzt und austauscht. Herzliche Einladung, wer da also Interesse hat, kann uns auch gerne schreiben. Wir sind einfach gerade dabei, dieses Netzwerk aufzubauen, hatten Gäste aus der HTW schon bei, das geht ein bisschen Cottbus, Chemnitz, Potsdam, andere Universitäten, die wir dazu holen, Fraunhofer und Forschungseinrichtungen, die zu dem Thema sehr weit schon forschen. Ich erzähle das deswegen, weil wir an der TU Berlin das Fachgebiet für Lichttechnik haben und die haben auch 2 sehr kompetente wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, die zu dem Thema Licht im virtuellen Raum und Simulierung, in dem Fall geht es um Tageslicht, Simulation und natürlich kann man genauso sagen, es ist sehr schwierig, Licht authentisch zu simulieren in VR. Ja, also das... Gerade auch, vielleicht darf ich ganz kurz. Das ist etwas, wo ich nämlich auch, weil der Pablo die Technologie ansprach, also diese Idee mit der Lichtübung. Also ich meine, ich bin ja einer der ersten Absolventen dieses Studiengangs und wir haben bereits am Ende unseres Studiums, und das war 1992, erste Versuche gemacht mit virtuellen Beleuchtungen. Und ich habe später in meinem Berufsleben, habe ich in der Staatssuper gearbeitet. Und da habe ich bereits mit den Vermessungsingenieuren der damaligen TFH noch die alte Staatssuper als Punktewolke aufgenommen. Und wir haben die Staatssuper als dreidimensional. Wir waren das erste Theater, was quasi den Zuschauerraum dreidimensional hatte, sodass wir die Sichtlinienkontrollen, wie ihr das in der Bauprobe macht, schon dort damals machen konnten. Das war 96. Aber die Technologie war nicht da. Wir haben also eine Serverstation für damals über 12.000 Mark über ein Bühnenbild mehr oder weniger geschummelt kaufen müssen, damit wir das machen können. Die Technologie war nicht so weit. Es wurde auch auf der damals Showtech, jetzt Selbstzinerie, vorgestellt. Und man hat gemerkt, dass das noch nicht so weit war. Wir haben eine intensive Abschlussarbeit mal gehabt mit mehreren Bühnenmaschinenbauern, um zum Beispiel auch Verwandlungen dreidimensional virtuell darzustellen, für Schauspieler erlebbar zu machen. Ich stehe quasi auf der Bühne. Und wir haben da in dem Fall eine Marktrecherche gemacht und es kam mehr oder weniger raus, das können wir uns alle nicht vorstellen. Vor allem die künstlerische Seite, die sagt, nee, ich brauche weiter meine Bauprobe. Das macht ihr ja auch mit der virtuellen Bauprobe. Also das ist so ein Prozess, der eigentlich uralt ist und jetzt so langsam irgendwie so, dann merkt man, es ist Technologie da, die es auch möglich macht. Wenn man in den 90er Jahren eine Lichtsimulation gemacht hat, dann hast du gesagt, nee, das willst du nicht. Wo wir das ja schon massiv nutzen auch, ist zum Beispiel im konstruktiven Bereich, das geht, eine Schraube muss nicht echt so aussehen wie eine Schraube, sondern ich muss erkennen, aha, da muss eine Schraube hin und die muss das und das können. Da ist man dann sehr schnell dabei, aber diese Visualisierung, sobald das wirklich in das tatsächlich Visualisierte geht, sieht es so aus wie, dann glaube ich, wird es schwierig und da weiß ich nicht, wie weit die Technologie ist, kam jetzt ja gerade auch die Frage mit dem Aufwand hier vom Herrn Hölldorfer, das ist natürlich spannend, wo das dann hinläuft, ne? Vielleicht ist das die gute Überleitung zu der Frage von Lukas Hölldorfer. Ich lese sie einmal kurz vor. Wie groß ist denn der Aufwand, aus zum Beispiel in Vectorworks gebauten Räumlichkeiten einen Raum in eurem System, können wir gleich was zu sagen, zu erarbeiten, der dann als Location für die Arbeitsaufgaben dient, um eine gewisse Vielfalt zu entwickeln? Kommt extrem drauf an. Also wir haben, das Ding ist, dass die Entwicklungsumgebung, mit der wir arbeiten, das Unity, wir sind von SimLab Composer zu Unity gewechselt, weil wir auch da schon relativ früh, das war ein interessantes Tool für Vincent, um erste Prototypen zu entwickeln, aber auch da kamen wir sehr, sehr schnell an Grenzen der Skalierbarkeit. Unity ist da wesentlich offener und wir können da viel weiter und viel komplexere Projekte auch entstehen lassen, die im weiteren Verlauf sich weiterentwickeln können. So, das heißt, wir haben auf der einen Seite eine Game Engine, also die für die Spieleentwicklung optimiert ist, und auf der anderen Seite haben wir ja an einigen Stellen interessante Cut-Pläne und sehr, sehr präzise Zeichnungen.
Das klingt erstmal so, wir haben 3D-Daten, sind da und da müssen 3D-Daten rein. Das ist aber leider nicht ganz so einfach, weil diese CAD-Daten häufig sehr, sehr komplex sind und sehr viel Detail haben. Wir haben das ja also genau wie mit der Schraube. In Game ist eine Schraube meistens nicht komplett ausformuliert, sondern ist eigentlich eher ein Zylinder mit einer Textur. Das heißt, man müsste sich die Daten anschauen und dann wahrscheinlich nochmal konvertieren, überarbeiten, in das entsprechende Format bringen. Es ist super, die Daten schon zu haben. Das ist eine perfekte Grundlage, aber es ist noch meistens ein bisschen Arbeit. Wenn es aber einmal gemacht ist und wenn da ein Workflow entstanden ist, dann geht es in der Regel auch relativ schnell. Mhm. Es geht eher darum, die Komplexität zu verringern, die in den CAD-Daten vorhanden ist, wenn es 3D-Daten sind. Und es kommt natürlich auch darauf an, welche visuelle Qualität man am Ende in diesem Raum haben möchte. Man sieht hier ja auch an dem Foto, es ist noch relativ grob, aber es ist geleuchtet, es hat Oberflächen, es hat Farben. Es hat Texturen. Das ist für mich eine interessante Forschungsfrage, da auch, was diese Vermittlungsräume, die virtuellen Vermittlungsräume angeht, zu schauen, wie abstrakt darf es denn sein? Also wenn es denn wirklich um die Lehraufgabe geht, zum Beispiel zurück zum Kettenzug zu gehen, sich mit dem Kettenzug auseinanderzusetzen, muss ich denn dann in einem simulierten, realen Theater stehen, wo das Licht perfekt dargestellt ist, wo Wolken am Himmel am Fenster vorbeiziehen? Oder ist es vielleicht sogar gerade interessant, in einem komplexen, kompletten abstrakten Raum mich zu befinden? Und das ist natürlich was anderes, wenn wir über Lichtsimulation sprechen. Da geht es um den Realismus. Aber ich finde es sehr spannend zu schauen, wie abstrakt können wir es denn halten? Und das vereinfacht uns zum einen natürlich die Entwicklung. Zum anderen ist es aber auch eine Möglichkeit, den Fokus vielleicht auf die Inhalte zu setzen anders. Und andersrum könnte ich mir natürlich vorstellen, dass wir ein Set an Übungsräumen, an Theaterräumen haben und man sich selbst als Student entscheiden kann, ob ich diese Übung in der Staatsoper Berlin machen möchte, am Burgtheater Wien oder hier im Theaterlabor der Beuth. Was ich auf jeden Fall sagen kann, dass diese virtuellen Räume keine Heizkörper brauchen, wie hier in diesem Bild, denn die Daten frieren nicht. Genau. Insofern als Szenografin, was ich von Hause aus bin, blutet mir natürlich immer noch ganz oft das Herz, wenn ich die visuelle Qualität dieser Räume sehe. Das ist ein Aufgabenfeld, an das wir auf jeden Fall ran müssen. Ich schaue virtuell Brien Wesley an und finde, wir sollten uns darum kümmern, dass diese virtuellen Räume besser gestaltet sind. Ja. Lieber gut gestaltet abstrakt, ja, als pseudorealistisch schlecht. Ja? Ganz genau. Brie, magst du noch dazu was sagen? Oder haben wir noch Fragen? Nein, aber vielleicht Brie? Gerade so der Unterschied zwischen digitaler und analoger Gestaltung von Räumen, das ist natürlich ein ganz, ganz großes Feld. Ich gehöre, glaube ich, mehr zu denen, die ganz haptisch mit dem Modell arbeiten, aber natürlich bei solchen Heizkörper-Abbildungen mich frage, warum kann man das nicht einfach alles schwarz lassen? Aber gerade so diese Thematik, wie gestalten wir diese Räume? Wie können wir auf diese Fokussierung eingehen? Was ist wesentlich, was ist nicht wesentlich? Muss das Theaterlabor als solches erkennbar sein? Oder was sind andere Elemente unseres Theaterlabors in der Beuth, was ja jetzt fast in jedem Vortrag hier schon mal vorgekommen ist bei der BTT, was ich ganz toll finde. Wie kann man eben diese Gestaltungsaufgaben lösen? Und das ist natürlich auch was für Studierende. Also ich kann das sehr gerne auch in meine Aufgaben aufnehmen und dann können wir da gerne auch weiter zusammenarbeiten. Brie, das finden wir super. Also die nächste Semesteraufgabe ist gestrickt. Aber da gibt es ja auch eine Schnittstelle dann zu weiteren Disziplinen, zum Beispiel zu unserer Fertigungstechnik. Also weil wenn ich dann dahin gehe und sage, gerade bei euch im szenografischen Bereich, und das Modell ist sicherlich für Theaterwerkstätten nach wie vor, also das echte, halt gebaute Modell, ein wichtiges Instrument, um Bühnenbilder dann umzusetzen. Und wenn man dann die additiven Fertigungstechnologien, 3D-Druck nimmt, aber auch Spanen, 3D-Fräsen, was heute im Architekturmodellbau gang und gäbe ist, dann ist das natürlich der konsequente weitere Schritt, ne? Wenn ich das virtuell entwickelt habe, dann auch ins CAE zu gehen und dort in die Fertigung entsprechend zu gehen vom Modellbau und den nicht mehr mit Cutter, Messer und Pappe, sondern tatsächlich dann über 3D-Druck, 3D-Fräsen, also spanende Bearbeitung und additive Bearbeitung, dann irgendwie den Modellbau umzusetzen. Danke, Stefan, für diesen Ausblick, wo die Reise hier auch noch hingehen kann. Wir sind
leider am Ende unserer Session angekommen, haben ein bisschen überzogen. Danke für eure Geduld. Wir selbst werden sicherlich noch 5 Minuten in diesem Raum sein, wenn noch dringende Fragen sind oder ihr Gesprächsbedarf habt. Ansonsten bedanken wir uns für eure Zuhörerschaft, für eure Teilnehmer, für eure anregende Diskussion. Danke an die Beuth-Hochschule, an die 3 Professoren und auch die Studierenden, dass ihr so lebhaft mit uns hier diskutiert habt. Und als kleiner Ausblick, heute um 14 Uhr, Brie, ich mache ein bisschen Werbung, gibt es einen Vortrag, wo es um historisches Theatererbe geht, aber auch ein bisschen um was Digitales. Das Kanon-Projekt, es ist ein anderer Zoom-Link, den findet ihr auf der Webseite der BTT. Und um 15 Uhr treffen wir uns wieder hier in diesem Zoom. Da geht es um das Thema virtuelle Bauprobe. Ich sehe Johannes auch schon hier. Wir werden da auch Einblick geben in die Workshops und in die Projekte, die wir zu diesem Thema machen, mit dem Theater in Dresden, mit dem Theater in Neuss. Aber vor allen Dingen haben wir auch vor, gemeinsam mit euch in Mozilla Hubs einzusteigen und das virtuelle Konzerthaus Berlin zu besuchen. Ein Experiment haben wir so noch nie gemacht und eine herzliche Einladung an euch, dort dran teilzunehmen. Bis dahin sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen. Bis gleich.